Einen wunderschönen Samstag wünsche ich allen Zuhörern und ja, auch denen, die nicht zuhören, aber gut, die wissen das nicht. Ist auch egal. Ja, unsere Fredi. Wieder mal ganz groß im Hochladen, wieder mal ganz groß mit ihren Reden. Jetzt hat sie ja diesen Brief vorgelesen vom VfB und hat wieder, wie immer, wie wirklich ausnahmslos immer, jedes Wort dort versucht, entweder zu rechtfertigen oder eben einfach zu verdrehen. So ging es zum Beispiel darum, dass der VfB ihr erklärt hat, dass sie durchaus davon wissen, dass Friedi halt geistig ne, nicht voll da ist und na, also, und das sehr höflich sogar. Und sie hat dann direkt gesagt, sie fühlt sich dadurch beleidigt. Aber genau die gleiche Friedi Miller ist, dass die in die Kamera lacht und immer wieder sagt, ja, Leute, ich bin schulternfähig, ich kann machen, was ich will, solange wie ich keine Meine reinhaue. Ihr könnt mir alle nichts, ich kann euch beschimpfen, ich kann euch beleidigen, ich kann euch als Kinderficker betiteln, wie ich will und noch viel mehr. Denn ich bin schulternfähig und ich habe einen Behindertenausweis. Denn auch das hat sie ganz stolz auf Facebook gepostet, ne? Der Ausweis ist bekannt, den findet man in ihren Fotos. Das sind alles Dinge, mit denen brüstet sie sich. Und ja, natürlich bekommt das auch ein Verein mit irgendwie. Ne? Also ich meine, man setzt sich ja mit der Person dann auseinander, die einem Schaden zufügen will. Und in dem Sinne hat der Verein dann dementsprechend auch reagiert. Nun muss man dem Verein zugutehalten, er hat sie ja jetzt nicht rausgeschmissen. Hätte jeder verstanden. Und so ziemlich alle Mitglieder wollten das ja, alle, die Friedi kennen. Und das sind ja doch eine ganze Menge, wenn man auf der Seite vom VfB oder allgemein auf den Seiten vom VfB nachschaut und ein bisschen hin und her scrollt, dann findet man sehr viele Kommentare, die diese Frau betreffen. Und soweit mir bekannt ist, haben sich auch sehr viele persönlich bzw. halt über den postalischen Weg an den VfB gewandt und gefordert, dass Friedi rausgeschmissen wird. Der VfB hat das nicht gemacht. Er hat eigentlich eine ziemlich kluge Wahl getroffen, denn er hat diese Frau jetzt erstmal ermahnt. Ne? Er hat ihr ja sowas wie eine Rüge ausgesprochen. Also sie wurde darauf hingewiesen, dass ihr Verhalten erkannt wurde und dass es so nicht geduldet wird. Hat ihr aber gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, sich zu bessern. Also es war in dem Schreiben nicht mal die Rede davon, dass sie das bisherige Material löscht, vernichtet, wie auch immer, sondern es war nur die Rede davon, dass sie ab sofort für die Zukunft eben aufhören soll, den Verein zu diffamieren, beziehungsweise ne, die obersten Mitglieder dort und den Beirat und so weiter und so fort. Halt die Personen, die man eben namentlich von ihr so ständig genannt bekommen hat und die sie dann mit den schönsten Beleidigungen ausstaffiert hat. Ja, wie gesagt, also sie wurde jetzt nicht einmal direkt rausgeschmissen, was ich eben wahrscheinlich die meisten gemacht hätten, sondern es wurde halt auch wirklich gesagt, nee, pass auf Mädchen, das war nicht okay, was du gemacht hast, das und das, guck dir das an. Das sind nur Beispielsätze und von diesen Beispielsätzen gibt es ja wirklich massenhaft. Die Videos sind ja vollgepfropft mit diesen Beleidigungen. Und anstatt dass sie einfach sagt, ja, okay, danke schön, dass ich bleiben darf, nein, nicht Friedi. Sie hat ja nichts falsch gemacht. Die Kommentare wurden natürlich total aus dem Zusammenhang gerissen. Dass die Videos aber eigentlich nur eine Aneinanderreihung von bösartigen Unterstellungen, von Beleidigungen und Beschimpfungen, das ist ihr gar nicht bewusst. Man konnte da gar nichts rausreißen. Die Videos bestehen aus diesem Material. Jeder Satz für sich war dort eine Beleidigung. Und auch die Aussage von wegen, ja, es ist ja bekannt und das müssten die auch wissen, dass man natürlich dann auch aussagekräftige Titel nimmt, aber doch keine Beleidigungen. Ich meine, du bist doch keine 15 mehr oder so. Also, wenn dir schon auffällt, dass die Leute auf ein normales Video, auf eine normale Beschriftung von dir nicht achten, dann muss dir doch klar sein, dass du irgendetwas nicht richtig machst, beziehungsweise dass du selber uninteressant bist.
Schau dir andere YouTuber an, andere Filmeeinsteller, andere User allgemein, wie auch immer sich die Leute hier betiteln. Da sind fast nie irgendwelche schlimmen Sachen oder ne, so die Überschriften oder so. Das sind stinknormale Texte. Da ist überhaupt nichts drin, was irgendwie jetzt darauf schließen lassen könnte, dass die Leute in diesem Video primitiv werden, dass es sich um einen Kampf handelt oder sonst irgendwas, ne? Das sind einfach ganz normale Überschriften. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann solltest du nicht hier sein. Ganz ehrlich. Es hat ja sowieso noch nie irgendjemand herausgefunden, warum du den ganzen Scheiß hier überhaupt öffentlich machst. Es interessiert doch auch niemanden. Du wirst damit nie Geld verdienen, weil deine Videos niemals werbefreundlich sein würden. Es wird auch nie ein Werbepartner auf dich zukommen, außer vielleicht für Psychopharmaka. Das kann gut sein, aber ich glaube nicht, dass der dann so wirbt. Das wäre allerdings dann doch eine Möglichkeit, vielleicht nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, ne? Indem du einfach Produkttesterin wirst bei Psychopharmaka. Ja, wie dem auch sei. Der Verein hat es ihr halt einmal schriftlich zukommen lassen und war dann tatsächlich wirklich sehr freundlich zu ihr. Und ja, ich fand den Brief wirklich nett. Aber gut, Friedi wäre nicht Friedi, wenn sie die Worte nicht einfach umdrehen würde, wenn sie nicht versuchen würde, da wieder irgendetwas Bösartiges hinterzusehen. Sie wurde weder beleidigt noch denunziert. Es gab nie, nie eine Diskriminierung ihrer Person, ihres Geschlechtes oder irgendwie sonst etwas. So, was weiterhin aufgeführt wurde, war natürlich, sie ist homophob. Jeder, der sie regelmäßig schaut, der mitbekommt, was sie so von sich gibt, weiß, sie hat etwas gegen homosexuelle Menschen. Menschen mit anderen sexuellen Ausrichtungen als eben Mann und Frau. So. Und natürlich gibt es Ausrichtungen, die ich auch nicht begrüße, ne? Also braucht man gar nicht erwähnen hier. Aber Homosexualität ist etwas genauso Natürliches wie Heterosexualität. Also da ist jetzt für mich kein Unterschied. Ne, wo die Liebe hinfällt. Drauf geschissen, tut mir nichts, nimmt mir nichts und ich finde es schön, wenn sich Menschen finden, ganz gleich, welches Geschlecht die beiden dann haben. Ne? Für Friedi ist das ein bisschen anders. Sie erwähnt zwar dann, wenn sie darauf hingewiesen wird, jedes Mal, dass sie ja beste Freunde hat, die homosexuell sind, mit denen sie im Bett nebeneinander schläft. Fakt ist aber, da ist gar keiner. Da ist einfach niemand. Ne? Also es gibt ja genug Leute, die sie privat kennen. Und da ist halt auch niemand. Sie beleidigt die Leute als Homosexuelle. Und wenn man sich viele Videos anschaut, und so viele kann sie in kürzer Zeit gar nicht löschen, denn es ist wirklich in sehr, sehr vielen, vor allen Dingen in denen mit Föhringer, kommt immer wieder diese Verbindung der Homosexualität mit der Pädophilie. Für Friedi gehört das zusammen. Wer homosexuell ist, ist auch pädophil. Das ist für Friedi genau eine Sache. Da unterscheidet sich das nicht. Da gibt es keine Grenze oder so. Das ist wirklich ein Ding, was zusammengehört in ihrem Fall. Und wie gesagt, das denke ich mir nicht aus. Ihr könnt alle ihre Videos anschauen. Überall da, wo es um Föhringer geht, kommt irgendwann dieser Satz, ne, der ist homosexuell, der hat was mit Jungs. So, und dann geht es los. Die sind minderjährig, so und so, dies und das und jenes welches. Und das bezieht sich nicht nur auf Föhringer, denn in ihren älteren Videos damals war das genau derselbe Fall, dass sie einfach jeden männlichen Amtsträger dessen beschuldigt hat, dass er mit Kindern sexuell verkehrt und homosexuell ist. So. So viel dazu. Also, wer jetzt immer noch behaupten möchte, nee, das ist nicht so, der ist ein Schwachkopf. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Die Beweise existieren ja. Und das ist nichts, worüber ich dann rede, sondern was sie selber sagt. Ne? Das ist weder ausgedacht noch sonst irgendwas. Es ist Fakt. Sie ist homophob. Und zwar ganz extrem und auf eine ganz, ganz bösartige, schlimme und gefährliche Art und Weise, weil sie eben diesen Leuten kriminelle Akte unterstellt. Ist jetzt kein perfektes Deutsch gewesen, aber ich denke, der Inhalt ist klar ersichtlich. So, wie gesagt, der VfB hat Friedi nun darum gebeten, damit aufzuhören, ne, um eben auch mal in ihrer Funktion als Mitglied überhaupt tätig zu sein. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass der Durchschnittsbürger nur für einen beitritt, in den er eben auch etwas beitragen möchte, also wo er etwas leisten möchte. Und unter etwas leisten möchte, versteht man im Allgemeinen nicht, dass man diesen Verein versucht, finanziell zu ruinieren.
Und ich spreche dabei nicht mal von dieser 30.000 € Schadensersatzklage, die sie niemals gespendet hätte, denn Friedi spendet nicht. Und wenn sie spendet, dann geht direkt danach die Klage ein. Das ist einfach, ne, wer alte Sachen kennt von ihr. Also es gab nichts, wo sie einfach so gespendet hat, also vielleicht ganz kleine Beträge oder sowas, ne? Das sind halt immer so Sachen, wie wenn man ihr Geld gegeben hat, beziehungsweise sie hat ja auch gesagt, sie möchte dies und das machen, dann haben ihr ja schon in der Vergangenheit auch öfter mal Leute finanzielle Mittel zukommen lassen, vielleicht nur kleine Beträge, aber es spielt ja keine Rolle. Der Gedanke zählt und der Wille zählt und nicht jeder ist vermögend. Für manche Leute ist ein Euro eine ganze Menge Geld, ne? Sollte auch so sein. Und Fakt ist aber, dass sie jedes Mal diese Summe als Spende dann auch deklariert hat. Also sprich, sie hat euch trotzdem das Geld aus der Tasche gezogen, denn sie hat ja Spende dazu geschrieben. Somit konnte sie es dadurch, durch diese Quittung, wieder von ihren Steuern absetzen, hat das Geld dann halt zurückbekommen. Es spielt aber auch keine Rolle, wie gesagt, größere Summen, die gespendet wurden, da gab es immer Probleme. Immer. Es ging noch nie reibungslos ab. Wer erinnert sich damals an die Versteigerung mit der Lederjacke? Ne? Da war ja auch Mordstrara. Alles das, wo Friedi sagt, sie will spenden oder sie hat gespendet, ging in die Hose. Von dem her, ne, natürlich meine persönliche Meinung, inklusive Empfehlung. Egal welcher Verein auf dieser Welt, steht der Name Friedhild Miller drauf, Friedi Miller, was auch immer in der Art und Weise, lehnt das ab. Und wenn ihr noch so bedürftig seid und wenn ihr ein neues Fenster braucht, weil bei euch schon, ich weiß nicht was, lehnt es ab. Im Ernst, lehnt es ab. Es ist besser, es ist eure Zeit, es ist euer Geld und ihr landet vor Gericht. Bei dieser Frau zu 100%. Ihr hatte noch nie was Gutes im Sinn und wird auch nie was Gutes im Sinn haben. Wenn ich an die Zeiten damals zurückdenke, wo sie ja auch noch da den Traum hatte mit der Bundeskanzlerin, ich weiß gar nicht, wie oft sie da in den Videos erzählt hat, dass sie die Todesstrafe wieder einführen lassen will. Für Leute wie mich jetzt zum Beispiel, ne? Damit wir dann halt hingerichtet werden. Ganz qualvoll natürlich. Also es ging da nicht um irgendwelche humanen Tötungen, sondern es wurde dann auch noch ein bisschen ausgeschmückt. War ganz interessant. Ja, aber gut. Ne? Ja, das war so viel dazu. Also viel mehr gab es jetzt dazu auch eigentlich nicht zu sagen, weil es war halt das gleiche Geschwurbel wie sonst. Sie hat vorgelesen, sie hat Tatsachenverdrehung begangen, hat versucht, sich irgendwie gut darzustellen. Er fängt dann noch an mit, ja, das war im Eifer des Gefechts und Emotionen und so. Die Videos wurden ja vorbereitet. Sie hat ja den Namen eingeben müssen. Das dauert, bis so ein Video hochgeladen ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Gut, meine sind teilweise ja viel zu lang. Ich weiß das und ich erwarte eigentlich auch nicht, dass das wirklich jeder bis zum Ende hört oder ne? Weiß nicht. Aber es dauert halt wirklich lange. Ne? Das ist nicht mal eben so in 3, 4 Minuten hochgeladen. Also gut, ich habe jetzt kein superschnelles Internet. Ne? Ich habe hier eine 30K-Leitung. Das ist für sowas hier nix. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht zocken und gleichzeitig streamen, ohne dass die Leute und ich dann halt wahrscheinlich epileptische Anfälle kriegen, weil es die ganze Zeit so am Ruckeln ist, so extrem. Das würde natürlich nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich an sich ausreichend, um eben etwas hochzuladen und eben nicht einen halben Tag drauf zu warten. Trotzdem dauert das. Das heißt, selbst wenn ich in Rage bin, dann dauert das keine 15 Minuten oder so. Ne, für so ein Video oder 10 Minuten oder so, ne? Dreh dann völlig ab. So muss dieses Video dann noch hochladen. Das dauert. Das, ja, weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Friedi jetzt auch nicht so die Max-Leistung hat, weil, Entschuldigung, kein Corona. Weil sie halt, ja, da quasi an heimlich wohnt. Ich meine, es weiß jeder, aber mir fällt kein besserer Begriff ein. Ne? Sie wohnt ja da, wo sie nicht wohnen darf. Das ist ja eigentlich auch schon eine Straftat indirekt, aber gut, ich gehe mal davon aus, dass es Behörden ja jetzt eher weniger interessiert. Ist ja ihr Problem nachher mit den Nachbarn und sowas alles. Ne? Also wenn die Nachbarn da jetzt nicht gerichtlich gegengehen oder sowas und das Geld einklagen, das steht denen zu. Ja, kann ich jetzt auch nichts so sagen. Möchte ich mich auch gar nicht groß einmischen, weil das ist eben so ein Ding. Nur wenn die das dulden, dann ist das einfach so. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall. Da ist einfach nur Müll wieder gewesen. Also, ja, das ganze Video von vorne bis hinten vollgemüllt. So, davor hatte sie, danach hatte sie ja noch ein kurzes Video hochgeladen. Da will ich gar nicht viel zu sagen, weil ich habe das nicht verstanden. Ich
bin vielleicht geistig da einfach zu weit unten oder so. Ich habe mich eben mit den anderen Videos schon auf einer ganz Ebene, anderen Ebene eingeordnet. Dass es dann wahrscheinlich doch zu hoch war, weil ich weiß nicht, warum sie ein Video über jemanden bringt, dessen Videos sie nicht sieht. Warum sie über jemanden urteilt, von dem sie kaum etwas kennt, über dann halt genaue Tatsachen urteilt, die sie ja nicht gesehen hat, weil sie diese Videos nicht gesehen hat. Bleibt mir total unerklärlich, ist auch Wurst. Muss mir jetzt auch keiner erklären, weil es ist halt Friede und das ist nicht wirklich wichtig. Ja, und davor hat sie es dann ja mal wieder mit der Internetprostitution versucht und getragene Wäsche verkaufen wollen, explizit eben ihre Strumpfhose, die sie angeblich von ihrer Tochter geschenkt bekommen hat, weil ja, wer kennt's nicht, ne? Also Kinder gehen öfter hin und kaufen dann Seidenstrumpfhosen für ihre Muttis, ne? Es ist was völlig Normales, so genauso wie Stringtangas, Bikinis und ja, vielleicht noch ein bisschen Reizwäsche oder so. Das machen halt Kinder einfach so im Durchschnitt und natürlich nur, damit die Muttis das dann auch online nochmal erzählen können, dass sie es eben von diesen Kindern haben und dass sie dann eben in Unterwäsche mit diesem völlig verkorksten alten Körper herumposieren können. Und wie ich das in anderen Videos schon gesagt habe, ich erkläre das jetzt hier nochmal für die Leute, die etwas anderes nicht gesehen haben. Ja, ich verurteile das, was ich dort sehe. Denn das ist kein Pornomedium hier gewesen und wird es auch nicht sein. Das ist YouTube. Entschuldigung. Und wenn sich jemand hier so zur Schau stellt und sich so präsentiert, dann muss er damit rechnen, dass er auch negative Kritik kommt. Eine Frau, die jetzt wirklich schon ein gewisses Alter erreicht hat, die von Kindern redet, die Präsidentin sein will, die Bundeskanzlerin sein will, die Oberbürgermeisterin sein will und sich dann in Unterwäsche vor die Kamera setzt. Auf YouTube, nicht auf YouPorn, auf YouTube, ja, die muss einfach mit dieser Kritik leben. Und da können Foren und andere Seiten auf Facebook und Gruppen noch und nöcher Kritik dran üben, dass man diese Meinung dann auch öffentlich vertritt. Es ist Fakt, dass es dazu kommt. Wenn ich mit meinem Körper nackt auf YouTube posiere oder in Unterwäsche auf YouTube posiere, dann muss ich doch damit leben, dass es Leute gibt, die das widerwärtig finden, was ich dort zeige. Dann kann ich mich doch nicht hinsetzen und sagen, ja, Body Shaming, das macht man nicht, die ist doch schon alt. Und so, das ist doch keine Rechtfertigung dafür. Leute, das ist YouTube hier. YouTube, das ist keine Seite, wo Bauer Franz seinen Eumel, keine Ahnung was macht. Das ist YouTube. Das ist eine Plattform, wo unter anderem auch Jugendliche Zugang haben. FSK 18 hin oder her. Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Meiner ist jetzt schon fast 20, ne? Fällt außen weg. Aber jeder weiß, wovon ich rede. Du kannst dein Kind keine 24 Stunden begutachten. Du gehst arbeiten im Normalfall und dein Kind hat Schule. Schulen fallen mal aus, haben früher Schluss. Dein Kind kommt nach Hause, denkt sich, meine Eltern sind noch nicht da, gehe ich mal in den Computer. Passwort ist total simpel oder ist gar keins drin, weil man da gar nicht dran gedacht hat, weil man andere Sorgen hat im Alltag als das Passwort eines Computers. Jetzt können natürlich wieder hier Kinderschützer kommen und oh Gott, nein, wer hat denn kein Passwort in seinem Computer? Ist halt einfach mal so. Wie gesagt, jeder normale Elternteil weiß, wovon ich rede. Ich glaube, bei Alleinerziehenden oder, ja gut, ich weiß es nicht, ich war halt alleinerziehend, ist das eben schon etwas krasser, weil du bist alleine, du musst dich um jeden Scheiß im Alltag alleine kümmern. Da ist halt kein Zweiter, auf den du mal was abwälzen kannst. Und ja, da hat man nicht immer ein Passwort im Computer. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Kind kommt früher nach Hause, du bist nicht da. Kind sagt, oh, ich könnte ja mal ein bisschen auf YouTube gucken, meine Serie. So, Elternteil war vorher noch eingeloggt, ist vielleicht gespeichert, ne? Meldet sich auf YouTube dann an, beziehungsweise klickt einfach auf die Seite. So, ist natürlich noch eingeloggt, hat keine Ahnung davon und kommt auf diese Seite, wo eine uralte, nackte Frau mit ihren Bauchfalten Applaus klatscht. Ne? Was ist das denn? Das ist doch nicht gut.
Mensch, und von jemandem, der mir erzählen will und das noch und nöcher, dass er alles für Kinder macht, dass er Kinder liebt, dass er, ach Gott, ja, seine Leber hergeben würde für jedes wildfremde Kind auf dieser Welt, ne? Außer es ist halt homosexuell dann nicht mehr. Da erwarte ich doch bitte etwas anderes. Und es geht nicht um ihre Schwabbelärmchen, die man natürlich auch sieht, wenn sie ein T-Shirt anhat. Es geht auch nicht um ihre Zellulitisbeine, um ihre Orangenhaut an den Oberschenkeln, die man auch sieht, wenn sie dann im Sommer eine kurze Hose oder einen kurzen Rock anhat. Mein Gott, darum geht es nicht. Das ist natürlich. Das kannst du nicht immer verdecken, aufgrund der Temperaturen, wie auch immer. Wer geht denn, ich meine, ne, man läuft ja nicht mit als wandelnde Sauna herum oder sowas. Natürlich kleidet man sich dann noch etwas freier. Es geht auch nicht darum, dass jemand im Schwimmbad neben mir liegt und leicht bekleidet oder FKK-mäßig da ist. Das kümmert mich. Nix, die Leute nehmen mir nichts weg, die tun mir nicht weh. Aber wenn ich auf einer öffentlichen Plattform bin, die nicht dafür gedacht ist, sexuelle Dinge zu sehen, sexuelle Handlungen zu sehen, wie auch immer, dann möchte ich das auch nicht. Dann, das ist meine persönliche Meinung, die darf ich haben. Und klar, jeder Zuhörer, jeder Zuschauer kann jetzt anders darüber denken, aber trotzdem ist Kritik in dem Falle einfach nicht angebracht. Ne? Ich meine, im Ernst. Die Bauchfalten klatschen so aneinander. Das ist doch, ich meine, ein besseres Beispiel für einen vernachlässigten Körper gibt es doch kaum. Ein plattgedrückter, sehr breiter Hintern. So, dann deutlich am Bauch zu sehen, ne? Dass eben so gut wie gar kein Muskelgewebe dort vorhanden ist. Ich meine, ganz im Ernst, so oft wie sie was mit ihrer Tochter unternehmen will, muss sie doch ständig unterwegs sein. Die muss doch ständig in Bewegung sein. Wo kommt diese ganze Haut her? Ich meine, ich war auch mal schwanger und sie hat ja auch nur ein Kind und ich auch. Aber wenn ich mich nach vorne beuge, dann sieht man eigentlich nur eine, also einen Bereich, der nach unten hängt. Wie auch immer. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, weil, wie gesagt, das kommt einfach nicht in Frage. Sowas kommt nicht auf YouTube, sowas darf nicht auf YouTube sein. Und dass ihre Facebook-Accounts dafür gesperrt wurden, ist ja wohl richtig. Ne? Also, wie kann man denn für diesen Schmutz auch noch Werbung machen? So, wie ich schon Millionen Mal in der Vergangenheit erwähnt habe. Mike Diamond ist Friedis Fake-Account. Einer ihrer Fake-Accounts. Sie hat mehrere. So. Und Mike Diamond ist halt einer ihrer viel benutzten. Und das ist nicht der Account eines Freundes oder einer Freundin oder eines Kumpels oder eines ihrer angeblich homosexuellen Kuschelpartner. Nein, es ist ihr eigener Fake-Account. Sie selbst schreibt immer dort über sich. Ne, was sehr psychopathisch rüberkommt, wenn jemand über sich schreibt, wie toll er doch ist, ne, sich selber mit diesem Account liked. ja, ist krank, aber es ist halt einfach so. Es ist ihr Account, ihre gespaltene Persönlichkeit, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Also, so oft sie auch sagt, nein, das ist der Account von einem Kumpel und so. Es ist gelogen, wie so ziemlich alles, was sie so erzählt. Ne? Also wirklich. Alles. So, sie sagt ja, ihre ganzen Beweise und dies und das sind im Endeffekt nur Tatsachenverdrehungen, genau wie eben das, was sie mit dem Brief jetzt auch getan hatte. Aber gut, so, sie hat halt versucht, eben auf dieser Prostitutionsschiene jetzt irgendwo mitzufahren, wobei Prostitution, ja, falsch ist es nicht. Ne? Aber sie ist eben in diesen pornografischen Bereich gerutscht, mal wieder, weil sie offensichtlich den Verstand nicht besitzt, um etwas Anständiges zu machen. Sie deutet an, sie will sich jetzt selbstständig machen, wie auch immer und so, soll sie machen, soll sie ihre Schlüpfer verkaufen, was auch immer. Mehr traue ich ihr eigentlich auch nicht zu, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass diese Frau nochmal irgendeinen sinnvollen Posten ausfüllen könnte. Auf gar keinen Fall, nein. Also ich glaube, mehr als das, was ihr Körper so an sich ergibt, und das eben nur auch nur noch für Fetischisten, ne? Nee, für mehr ist einfach auch nicht gut. Wie gesagt, die strunzdumm, die rafft gar nichts. Die kriegt ja nicht mal mit, dass die da die E-Mails, die ihre Strumpfhose da betreffen, dass die halt von irgendwelchen Fake-Accounts bzw. Trollen sind. Und schreibt noch ganz stolz, nee, da wurde schon mehr als 20 Euro drauf geboten. Ja, wurde. War aber nicht echt. Ne? Also,
Ich muss leider gestehen, ich war jetzt kein Teil davon. Ich habe kurz drüber nachgedacht, weil es einfach ganz witzig ist, dass jemand wirklich so von sich überzeugt ist, dass er versucht, seine getragene Strumpfhose zu verkaufen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, nein. Aber ich weiß von vielen, 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 vielen anderen, dass sie es vorhatten, beziehungsweise auch gemacht haben. Einige von denen. Und von dem her weiß ich auch, was auch immer sie euch erzählt, dass da nichts dran ist. Ja, das ist halt ja eigentlich wie mit den anderen Dingen auch, ne? Was auch immer ganz witzig ist, sie bezieht Hartz IV auf Darlehen. Ist okay. Kann man jetzt sagen, gut, muss sie ja eh alles zurückzahlen, aber sind wir mal ganz ehrlich, Hartz IV auf Darlehen ist trotzdem Hartz IV. Sie hat angeblich 90 Euro aus irgendeinem alten Schuldending zurückbekommen, hat aber Spenden erhalten, die nicht mal als Spenden deklariert waren, sprich, es wurde ihr einfach nur ein Geldgeschenk, ne, ein Geschenk halt, in den Briefkasten geschmissen, hat sie nicht angegeben beim Jobcenter, wurde nicht mit einberechnet, sie, und das übrigens nicht nur einmal. Sie bezieht Geld aus anderen Quellen. Sie sagt, sie macht Schulden. Ist nicht so. Also sie hat sich mit Sicherheit von ihrer Mama mal was geliehen. Wir wissen alles, gibt sie eh nicht zurück. Es ist ihre Mama. Sie ist dort. Sie nimmt dort. Und das war's. Mama ist nur Kleiderständer und gut, wenn es um Mitleid oder sowas geht. Ne? Ja, ich habe da eh meine eigene Gedankenwelt, was ihre Mutter betrifft und was Friedis Vorhaben bezüglich ihrer Mutter betrifft, angeht. Aber gut, geht jetzt nicht hier darum. Es ist egal, wie gesagt. Mir tut die Frau sehr, sehr leid, dass sie mit dieser Tochter gestraft ist. Ja, aber mir tut auch Millie leid, dass sie mit dieser Mutter gestraft ist. Ne? Also ich meine, mir tut eigentlich jeder leid, außer Achim, ne, den keiner verstehen kann. Aber das weiß er selbst, das muss ich hier auch nicht nochmal genauer ausführen. Ist sein Problem, er ist erwachsen, er muss wissen, was er tut. Ja, so. Also im Endeffekt, eigentlich war es das diesmal schon wieder, glaube ich. Und das ist ja im Gegensatz zu meinen anderen Videos eigentlich schon recht kurz, ne? Also wirklich sehr kurz. Ich habe aber, glaube ich, teilweise auch sehr schnell gesprochen, ja. Na gut. No, dann war's das jetzt, glaube ich, erstmal. Also mir fällt jetzt gerade nicht mehr wirklich was ein. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich denke, ich habe alles rausgelassen. Ihre ganzen Psycho- und Heulattacken in dem Video, was da noch war, weil sie ja diese Verhandlung verloren hat. Wieder diese Unterstellungen, noch und nöcher. Und, na, das ist halt im Endeffekt so wie immer. Na, dieses Psycholachen am Ende, so noch den roten Kopf von der Wutphase davor, das sind halt die verschiedenen Stadien, die sie da schon, also wirklich in kurzer Zeit dann noch durchlaufen hat. Aber ja, ist nichts Besonderes mehr, ne? Ist eigentlich echt schon normal geworden. Ja. Ich denke, das war's tatsächlich. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende und ja, schaut euch die Videos ruhig an von Fredi. Ne? Da ist nichts dabei. Also sie verdient, wie gesagt, echt nichts daran. Bildet sich ja immer was auf die Aufmerksamkeit ein, aber im Endeffekt streut sie sich da selber den Kies auf dem Weg zu ihrem Grab. Und sie weiß gar nicht ganz, also sie weiß tatsächlich nicht, was für dumme Fehler sie mit ihren ganzen Posts auf Facebook, Instagram und mit den Videos auf YouTube, was sie da eigentlich wirklich anstellt. Aber gut, gut für uns. Alles in Ordnung. Also macht euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann.